Wir haben hier Leonard Dobusch. Er ist auch Redakteur bzw. Autor bei Netzpolitik.org und am wichtigsten, er ist im Deutschen Fernsehrat Mitglied, ne? Ich erkläre es gleich nochmal. Mach das bitte nochmal. Und er spricht über öffentlich-rechtlich im Netz zwischen gesetzlichen Grenzen und proprietären Plattformen. Einen großen Applaus bitte. Ja, vielen Dank, dass ich heute hier zu einem Thema sprechen darf, das mich jetzt seit ein bisschen mehr als einem Jahr intensiver umtreibt. Und zwar mit der Rolle, den Möglichkeiten, den Potenzialen, den Herausforderungen, den Problemen von öffentlich-rechtlichen Angeboten. Rundfunk ist eigentlich nicht mehr so richtig das Wort, was da passiert, im Internet. Und bevor ich da kurz in die inhaltlichen Details einsteige, ein kurzer Prolog, warum ich überhaupt darüber spreche, wie ich dazu gekommen bin, mich mit diesen Fragen näher zu beschäftigen. Und das Ganze hat zu tun mit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das 2014 nach einem Skandal rund um eine Neubesetzung des ZDF-Chefredakteurs, Nicolas Brender hieß der damals, entschieden hat, dass die Rundfunkaufsicht in Deutschland nicht staatsfern genug ist. Was heißt das? Es gibt Aufsichtsgremien, die heißen Rundfunkräte in der ARD und Fernsehrat ist das Aufsichtsgremium des ZDFs. Und die waren eigentlich voll mit Leuten, die entweder noch aktive Politikerinnen und Politiker waren oder bis vor kurzem noch aktive Politikerinnen und Politiker waren. Und das entspräche nicht dem Grundsatz der Vielfaltssicherung, entschied das Bundesverfassungsgericht und hat deshalb den Gesetzgeber aufgefordert, das Ganze zu reparieren. Das hat dann 2 Jahre gedauert. Und was rausgekommen ist im Falle des ZDF war es, man hat das Gremium verkleinert auf 60 Mitglieder. Und man hat den Anteil der Staatsbank, wenn man so will, also jener Mitglieder, die aktive Politikerinnen und Politiker sind, auf ein Drittel beschränkt. Dieses Drittel wurde auch ausgeschöpft und dazu und stattdessen hat man quasi zahlreiche neue Bereiche sich ausgedacht, die die Vielfalt der Bevölkerung widerspiegeln sollen und ins Gesetz reingeschrieben und dann hat man diese Bereiche auf die Bundesländer verteilt. Da gab es ein bisschen ein Geschacher und jedes Bundesland hat sich einen Bereich ausgesucht. Also das ist dann hier im Gesetz geregelt und da gibt es den Bereich Digitales. Da hat Bayern das Ganze an den Bitkom delegiert und der Bitkom hat den Cheflobbyisten der Telekom reinnominiert. Dann gibt es den Bereich Familie, Frauen und Jugend und es gibt auch den Bereich Internet. Und die Startup-Hauptstadt Berlin hat sich um diesen Bereich beworben. Und auch in Berlin hat man dieses Recht, hier jemanden reinzunominieren, delegiert. Und zwar nicht an einen Verein, sondern gleich an 4. An einen Verein, der auch hier mit diese Konferenz trägt, zumindest finanziell, nämlich den Chaos Computer Club, an den SPD, an Netzpolitikverein D64, an ECO-Verband der Internetwirtschaft, das sind die Provider, und an Medianet Berlin-Brandenburg. Und diese 4 haben dann wiederum unter sich ausmachen müssen, wen sie jetzt für das Internet in den ZDF-Fernsehrat nominieren und haben dann einen Brief geschickt und mich vorgeschlagen. Und ja, und seitdem sitze ich in diesem ZDF-Fernsehrat, der, so zumindest laut Eigendefinition, die Interessen der Allgemeinheit gegenüber dem ZDF vertreten soll. Ja? Also ich vertrete hier quasi die Allgemeinheit und das Internet. Ich spüre kaum Druck. Es ist aber so, das ZDF hat einerseits dieses Fernsehratsplenum mit diesen 60 Leuten, da passiert aber eigentlich kaum etwas. Ich will hier nicht in diesem Vortrag heute über die Details, wie der Fernsehrat arbeitet, erzählen. Das habe ich auf der Republika gemacht und das wurde da auch schon aufgezeichnet und ist auf YouTube. Wer sich für dieses doch eher exotische Thema interessiert, bitte ich da nachzuschauen. Das Einzige, was ich hier noch erwähnen möchte, ist ein größerer Teil der Arbeit passiert im Rahmen von Ausschüssen. Das ist wie in anderen parlamentarischen Gremien, wenn man so will, auch so. Und da gibt es einen Ausschuss, der beschäftigt sich spezifisch, also der Ausschuss Telemedien, der beschäftigt sich spezifisch mit Fragen, die netzpolitisch vielleicht auch von größerer Relevanz sind. In der Selbstbeschreibung steht der Ausschuss Telemedien, also die Telemedien, also Klammer Online-Angebote und Fernsehtext. Ich gebe aber zu, um den Fernsehtext geht es kaum. Des ZDFs und seiner Partnerprogramme. Das ist das Thema in diesem Ausschuss. Und das ist deshalb auch wichtig, weil Telemedien ist das, wenn Rundfunkpolitiker, also
wenn Rundfunkpolitikerinnen und Politiker vom Internet reden, dann nennen sie das Ganze Telemedien. Und das ist deshalb auch relevant, weil das, worüber ich mich eigentlich beschäftigen möchte in meinem Vortrag heute, ist, was dürfen öffentlich-rechtliche Anbieter, was passiert eigentlich mit unseren Rundfunksbeiträgen hinsichtlich Online-Angeboten, was dürfen die, was dürfen sie vor allem nicht. Und das Ganze ist geregelt im sogenannten Telemedienauftrag. Und der legt quasi die gesetzlichen Grenzen fest, in denen sich die öffentlich-rechtlichen Anstalten, also ZDF, ARD und Deutschlandradio, bewegen, sobald sie irgendwelche Dinge ins Internet stellen. Jetzt wird es gleich viel konkreter, also konkreter im Sinne von vor allem auch Ärgernissen, die vielen von euch hier wahrscheinlich bekannt sind. Geregelt ist dieser Telemedienauftrag in einem Rundfunkstaatsvertrag. Das macht es auch nicht unbedingt einfacher. Was heißt das, ein Rundfunkstaatsvertrag? Das ist kein Staatsvertrag von Deutschland mit anderen Ländern, sondern ein Staatsvertrag der 16 Bundesländer in Deutschland. Das heißt, alle 16 Bundesländer müssen sich auf etwas einigen, um an diesem Staatsvertrag etwas zu ändern. Das ist ein sehr komplizierter Prozess, der auch sehr lange dauert. Und in diesem Rundfunkstaatsvertrag sind eben im Rahmen des Telemedienauftrags die Grenzen festgelegt, in denen sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk online bewegen darf. Und um das vorwegzuschicken, diese Grenzen sind derzeit sehr eng gezogen. Zum Beispiel, den meisten von Ihnen und von euch ist wahrscheinlich bewusst, dass es eine sehr strenge Regel gibt, was die Verweildauer von öffentlich-rechtlichen Inhalten im Netz betrifft. Das heißt, es gibt die Bestimmung, dass Sendungen ihrer Programme, also der Programme der öffentlich-rechtlichen Sender, auf Abruf bis zu 7 Tage nach deren Ausstrahlung online zugänglich sein dürfen. Und zwar ganz egal, ob mehr Rechte daran bestünden. Es gibt allerdings, deshalb ist dieser Satz da unten wichtig, Ausnahmen, und zwar eigentlich einen unübersichtlichen Wildwuchs an Ausnahmen, womit dann einzelne Sendungen doch wieder länger online sein können. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich versuche, diese Ausnahme hier darzustellen. Ich habe es uns allen zuliebe dann unterlassen. Es ist aber prinzipiell so, wenn es keine explizite Ausnahme gibt, die im Rahmen eines komplizierten Verfahrens festgelegt wird, dann gilt diese 7 Tage Verweildauerfrist. Das Zweite, was da drin steht, aber das zumindest, ich glaube, da kann jeder irgendwie damit was anfangen und jede, weil da hatte man öfter schon das Problem, dass man halt diese 7 Tage Catch-up-Frist verpasst hat. Etwas exotischer, aber noch viel wichtiger und noch viel problematischer, würde ich sagen, für die Tätigkeit öffentlich-rechtlicher Sender im Netz ist aber etwas anderes, nämlich der sogenannte Sendungsbezug. Es gibt eine Beschränkung aller Aktivitäten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der öffentlich-rechtlichen Anstalten im Netz auf Sendungen. Soll heißen, die öffentlich-rechtlichen Anstalten können sich nicht hergehen und überlegen, okay, wir bekommen den Rundfunkbeitrag und einen Teil davon möchten wir gern für Online-Angebote im Sinne unseres Auftrags ausgeben. Ja, man könnte meinen, das wäre eigentlich vernünftig. Es gibt einen öffentlich-rechtlichen, gesetzlich geregelten Auftrag. Dazu gehört zum Beispiel eben ein Informationsauftrag, ein Unterhaltungsauftrag und so weiter. Und dann schauen wir, wie viel von dem Geld wollen wir jetzt ausgeben, um diesem Auftrag im Internet gerecht zu werden. Ja? So ist es aber nicht, denn alles, was sich nicht auf irgendeine Sendung bezieht, die in einem ganz normalen Sender ausgestrahlt wird, ist schon mal außen vor. Da brauche ich gar nicht drüber nachdenken, das darf ich nicht. Das heißt, jedes Angebot, das im Internet quasi von öffentlich-rechtlichen Sendern bereitgestellt wird, muss einen Sendungsbezug aufweisen. Das heißt, es kann diese Sendung ergänzen, es kann vertiefende Informationen geben, aber der Sendungsbezug muss da sein. Es darf kein eigenständiges Telemedienangebot sein. Das schränkt quasi die Handlungsspielräume schon mal sehr stark ein, was mit unseren Rundfunkbeiträgen da gemacht werden kann. Es geht aber noch weiter, weil noch weiter eingeschränkt als als was den Sendungsbezug betrifft, ist, wenn es, und da kommen wir jetzt, schließen wir jetzt an den vorherigen Vortrag, wie kommt es zu solchen Regelungen? Naja, es kommt vor allem durch Verlagslobbying zu solchen Regelungen und auch wie schon beim Leistungsschutzrecht für Presseverleger im Urheberrecht ist das auch im Rundfunkrecht so, dass vor allem die Presseverlage und die Presseverleger hier besonders aktiv sind und man muss auch sagen, ihre publizistische Macht auch ganz stark einsetzen, um hier ihr Recht
im wörtlichsten Sinne zu bekommen. Das sieht man am Rundfunkstaatsvertrag auch am Verbot von presseähnlichen Angeboten, das vorsieht, dass quasi nicht nur darf ich nichts machen, was keinen Sendungsbezug hat, aber selbst wenn es einen Sendungsbezug hat, darf ich es nicht machen, wenn es presseähnlich ist. Was ist presseähnlich? Das sind zum Beispiel Texte. Ja, also das heißt, bei Texten muss man ganz vorsichtig sein. Deutschlandradio stellt zum Beispiel Transkripte der Interviews, die sie machen, online. Das finde ich immer sehr praktisch, wenn man da interviewt wird. Das gerät gerade noch, aber ansonsten alles, was nicht sendungsbezogen und presseähnlich ist, ist prinzipiell und umfassend verboten. Auch erstaunlich, wenn man sich eigentlich dem Auftrag öffentlich-rechtlicher Anbieter vor Augen führt, wo es ja gerade darum geht zu sagen, wir wollen vielleicht auch ein Nachrichtenangebot haben, das eben nicht werbefinanziert ist, das nicht subskriptionsfinanziert ist, sondern das eben beitragsfinanziert ist und somit auch vielleicht zu einer vielfältigeren Medienlandschaft beiträgt. Dann gibt es noch weitere Verbote. Ich würde sagen, es gibt ein Verbot, das ich noch am vernünftigsten und nachvollziehbarsten finde. Es gibt das Verbot von Werbung und Sponsoring im Kontext von Telemedienangeboten. Das kann man zumindest, finde ich, sehr gut argumentieren. Man kann sagen, es gibt ja die Beitragsfinanzierung und dann soll die Werbe quasi Kunden bitte zu den privaten Anbietern gehen. Die haben es eh schwer genug, irgendwie Werbekunden für ihre schlimmen Banner-Ads da zu bekommen. Oder für Embedded oder wie das sonst wie heißt, Advertising. Es ist auch aber verboten, angekaufte Spielfilme und angekaufte Serien in Mediatheken zum Beispiel zugänglich zu machen. Und eine flächendeckende lokale Berichterstattung ist ebenfalls nicht zulässig. Also man könnte jetzt, um das mal abzurunden, sagen, dieser Telemedienauftrag ist eigentlich vor allem ein Telemedienverbot. Ja? Also dieser Telemedienauftrag legt vor allem fest, dass die öffentlich-rechtlichen Sender mit den Rundfunkbeiträgen im Internet sehr, sehr wenig dürfen. Dass es anders auch geht, beweist seit, also jetzt effektiv seit kurzem, aber rechtlich, gesetzlich seit auch ein paar Jahren, der Sonderfall Funk. Wem das hier nicht sagt, dieses Logo, das liegt daran, dass ihr nicht Zielgruppe seid. Tut mir leid, das ist das Jugendangebot und Jugend ist jünger als ihr. Und das Jugendangebot Funk, das hat keinen Sender. Man hat lange darüber nachgedacht, soll man ein Jugendangebot starten, will man einen Sender und dann, Sender sind teuer, ja, und man hätte dafür andere Sender, man hat sogar zwei andere Sender eingestellt und man war kurz davor, wieder einen Sender zu gründen und man muss sagen, ich glaube, die beste Entscheidung, die man getroffen hat, war zu sagen, Sender ist sowas von veraltet und wenn wir gerade im Online präsent sind, dann lassen wir das doch mit dem Sender gleich. Ja. Das ist aber super, weil indem man sich entschieden hat, es gibt keinen Sender, dann kann man entweder sich von diesem Sendungsbezug befreien oder man muss es lassen. Und genau das ist passiert. Das heißt, das Jugendangebot hat keinen Sender, also gibt es keinen Sendungsbezug. Wie hat man dann geregelt, was die Öffentlich-Rechtlichen im Rahmen ihres Jugendangebots tun dürfen? Da hat man eine Formulierung gefunden, die finde ich eigentlich ganz herzig. Da steht, die Verweildauer der Inhalte des Jugendangebots ist so zu bemessen, dass sie die Lebenswirklichkeit und die Interessen junger Menschen abbilden und die demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der jeweils zur Zielgruppe gehörenden Generationen erfüllen. Was heißt das eigentlich? Das heißt eigentlich, solange sie zwischen vielleicht so 14 und 24 sind, bekommen sie zeitgemäße öffentlich-rechtliche Angebote und wenn sie älter sind, haben sie Pech gehabt. Ja? Also, aber prinzipiell ist das geht schon in die Richtung, wie man sich eigentlich einen zeitgemäßen öffentlich-rechtlichen Telemedienauftrag, wenn man ihn schon so nennen will, vorstellen könnte. Nämlich, es gibt einen öffentlich-rechtlichen Auftrag und der soll an der Lebenswirklichkeit orientiert sein und quasi demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen dienen. Das wäre doch mal eine Ansage. Ja, da sind wir noch nicht. Vielleicht kommen wir dahin. Ich komme darauf zu sprechen. Es gibt allerdings einen Bereich, und wenn wir bei Lebenswirklichkeit sind, wo auf Basis bereits des bestehenden Gesetzes man versucht hat, zumindest sich ein bisschen der Lebenswirklichkeit, der Lebensrealität von Internetnutzerinnen und Nutzern anzunähern, die über 25 Jahre alt sind. Und zwar hat man das gemacht in einem speziellen Bereich. Man hat sich im Rahmen der eigenen Telemedienaufträge, das ist auf gesetzlicher Grundlage möglich gewesen, erlaubt, Inhalte auch auf sogenannten Drittplattformen auszuspielen. Das bringt mich zum zweiten Teil, nämlich meines Titels, nämlich den proprietären Plattformen.
man hat da durchaus richtig erkannt, ich würde das gar nicht in Abrede stellen, dass es lebensfremd wäre, zu sagen, ja, wir senden da quasi unsere Inhalte über Kabel und Satellit und Funk, aber im Internet halten wir uns fern von YouTube und Facebook, also dort, wo die Leute sind, da gehen wir auf keinen Fall hin, ja, da wollen wir nicht anstreifen. Das hat man durchaus eingesehen, dass das vielleicht so lebensfremd ist, dass die Leute sich überlegen würden, okay, sind die Beiträge wirklich noch irgendwie gerechtfertigt? Und das hat dazu geführt, dass heute die Sender durchaus präsent sind. Ich zeige das jetzt vor allem am Beispiel vom ZDF, weil ich dort eben im Fernsehrad sitze, aber das gilt für eigentlich alle öffentlich-rechtlichen Anstalten. Zum Beispiel hier, das ist eine kleine Auswahl der YouTube-Channels, die das ZDF betreibt inzwischen. Das heißt, da werden wirklich am laufenden Band Inhalte eingespielt. Ich bin sicher, alle von euch haben schon mal irgendein Böhmermann-Video gesehen, der war da ein bisschen der Pionier. Die Sachen werden auf YouTube verbreitet, man findet teilweise ganze Folgen der Anstalt. Neben diesen offiziellen Channels muss man auch sagen, und ich möchte das ausdrücklich nicht kritisieren, sondern eigentlich, ich begrüße das, dass die Rechtsdurchsetzung auf YouTube der Öffentlich-Rechtlichen jetzt nicht mit dem allergrößten Eifer betrieben wird. Ja? Und ich finde das total begrüßenswert. Ja? Es ist nicht nur auf YouTube so, auch auf Facebook ist es so, dass man zu fast schon jeder Sendung und zu jedem Format quasi irgendwie eine eigene Facebook-Seite anlegt, wo natürlich auch laufend Bewegtbildinhalte geteilt werden. Alles okay, lässt sich alles mit einer zeitgemäßen Online-Präsentation von öffentlich-rechtlichen Angeboten rechtfertigen. Die Frage, die man sich aber dann trotzdem stellen muss, meiner Meinung nach, wieso beschränkt sich diese Orientierung an einer Lebenswirklichkeit ausschließlich auf proprietäre Plattformen wie YouTube, Facebook und sogar Snapchat? Ja? Ist nicht auch Lebenswirklichkeit, dass es andere Plattformen gibt, die eine sehr große Nutzung, vielleicht sogar gerade in der Zielgruppe aufweisen, die für Sender wie den ZDF sehr interessant sein könnten? Das ist zum Beispiel das Ergebnis der eigenen ARD-ZDF-Online-Studie, die sagt, 94% der Jugendlichen nutzen regelmäßig Wikipedia. Also ich würde sagen, das ist mehr als YouTube. Und das ist, würde ich sagen, ja, so eine Quote würde man sich beim ZDF wünschen für irgendwas. Wenn man sich jetzt aber ansieht, wie hoch sind die Ausgaben von ARD, ZDF und Co. für eine Präsenz auf einer Plattform wie zum Beispiel Wikipedia. Und da möchte ich nochmal darauf verweisen, also diese Facebook-Kanäle, die ich davor gezeigt habe, und diese YouTube-Channels, die bespielen sie ja nicht von alleine. Gerade weil die wirklich betrieben und betreut sein wollen, weil das ist ja professionell, ja, und fließt da wirklich Geld rein, diese Präsenz auf Drittplattformen zu realisieren. Stellt sich natürlich die Frage, okay, wie viel nimmt dann ein öffentlich-rechtlicher, von der allgemein finanzierter Sender an Geldern in die Hand, damit man auch auf einer gemeinnützigen Plattform, ja, die extrem hohe Verbreitung in der Zielgruppe hat, wie viel nimmt man da in die Hand? Ich habe da eine Schätzung zusammengestellt, wie viel ungefähr da ausgegeben wird dafür, nämlich genau gar nichts. Ja? Man tut überhaupt nichts, um auf diesen Plattformen präsent zu sein. Und das, obwohl eigentlich so eine gemeinnützige Plattform sehr gut zu den Inhalten passen würde, die ARD, ZDF und Deutschlandradio produzieren. ARD und ZDF produzieren nämlich vor allem Bewegtbildinhalte, also Videos, und sie haben kaum Texte ohne Sendungsbezug. Wir erinnern uns, alles, was keinen Sendungsbezug hat und was irgendwie presseähnlich ist, ist verboten. In der Wikipedia sieht es genau andersrum aus. Wir haben größtenteils Textinhalte, weil sich das gut mit Freiwilligen erstellen lässt. Was aber kompliziert, aufwendig, schwierig, teuer ist, sind Bewegtbildinhalte. Ja? Und da geht es, wenn es um irgendwelche zeitgeschichtlichen Ereignisse geht, alleine jetzt steht wieder eine Bundestagswahl an, warum sind da nicht Ausschnitte von TV-Konfrontationen, von Wahlsendungen und so weiter? Warum findet man da kein Bewegtbildmaterial online? Das würde doch eine perfekte Ergänzung sein, aber wir wissen, so eine Ménage à trois ist kompliziert. Die Voraussetzung dafür, dass nämlich das klappt, dass diese Akteure zusammen funktionieren, wäre ein vierter Kringel, nämlich die Nutzung von offenen Lizenzen. Das würde dann erlauben, dass man auch hier wirklich auf einer Plattform, die breit genutzt wird und nutzbar ist, als mit öffentlich-rechtlichen Inhalten präsent ist. Jetzt ist es durchaus nicht so, dass da quasi eine Phalanx gibt, der Sender. Immer wieder beschäftigt man sich mit dem Thema, sollen wir das unter Creative Commons veröffentlichen oder nicht.
Da gibt's dann, da werden immer als Beispiele genannt, das wäre alles unmöglich, weil wir so viel Gamer-Musik verwenden. Und ich gebe auch völlig zu, Ideen oder Forderungen, irgendwie den Tatort unter Creative Commons lizenziert zu veröffentlichen, ist absolut, wie formuliere ich das nett, ambitioniert, aber wäre jetzt nicht meine Priorität. Aber, und das ist zum Beispiel eine Auskunft, dass ich von einem hochrangigen ZDF-Redakteur bekommen habe, es gibt durchaus eine Reihe von Inhalten, die öffentlich-rechtlich finanziert werden, die relativ einfach unter einer offenen Lizenz zur Verfügung gestellt werden könnten. Und das sind oftmals auch Inhalte, die besonders gut in eine gemeinnützige Enzyklopädie wie die Wikipedia passen würden, nämlich bestimmte Nachrichteninhalte ohne Agenturmaterial, ohne GEMA-Musik oder bestimmte Magazinbeiträge. Jetzt stellt man sich die Frage, das Schöne an diesem Beispiel wäre, diese Nutzung von offenen Lizenzen, die wäre sogar auf Basis der bestehenden restriktiven Telemedienregelungen möglich. Aber auch im Bereich der politischen Diskussion herrscht eigentlich mehr und mehr Einigkeit darüber, dass die bestehenden Beschränkungen, diese Verbotskaskade des aktuellen Telemedienauftrags nicht mehr wirklich zeitgemäß ist. Und es gibt derzeit eine Debatte, inwieweit man im Bereich öffentlich-rechtlicher Senderanstalten und Angebote vom Telemedium vielleicht doch hin stärker zu plattformbasierten Angeboten kommen könnte. Gerade Anfang des Sommers, im Juli, endete eine Online-Konsultation zum Telemedienauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Es gingen 62 Stellungnahmen ein, vor allem von Vereinen, Verbänden und den Anstalten selbst. Wenn man sich anschaut, was waren Themen bei dieser Online-Konsultation, am häufigsten wurden Dinge besprochen, wie eben Verweildauer, Sendungsbezug und presseähnliche Angebote und inwieweit angekaufte und ausländische Inhalte auch in Mediatheken verfügbar gemacht werden könnten. Und wenn man sich diese 62 Stellungnahmen, die alle auch online auf dieser Konsultations-Homepage verfügbar sind, anschaut und durchliest, und ich habe mich dadurch alle über 200 Seiten durchgekämpft, dann kann man da schön erkennen, wo die Konfliktlinien liegen. Ja? Also eine Konfliktlinie ist zum Beispiel rund um diese ganze Frage Verweildauer und ausländische Inhalte. Da gibt es eigentlich dreht sich dieser Konflikt vor allem um Vergütung. Es gibt einerseits zum Beispiel eine Stellungnahme wie jener der Allianz deutscher Produzentinnen und Produzenten, die sagen, schon heute mit Verweildauern von 30 Tagen wären quasi ihre Geschäftsmodelle absolut unmöglich, und die Öffentlich-Rechtlichen würden gerne eine Erhöhung der Verweildauern haben, würden sich aber weigern, mehr dafür zu zahlen. Das Gegenargument der Anstalten oder öffentlich-rechtlichen Sender selbst ist dann, dass ARD und ZDF bereits jetzt über einen großen Bestand an Werken verfügen, wo die Rechte geklärt sind, wo sie alle Rechte haben. Sie dürften sie viel länger online zur Verfügung stellen, also sie hätten dafür bezahlt, aber dieser Rechtestock muss derzeit ungenutzt bleiben, weil die Verweildauer ihnen das verbietet, die Verweildauerregelung. Grundsätzlich ist der Streit, wenn es ganz allgemein um öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Netz geht, anlässlich von Sendungsbezug und presseähnlichen Angeboten. Und ein bisschen was von diesem Streit kriegt man auch mit, wenn man in letzter Zeit die FAZ gelesen hat. Wird mit einem Furor gerade diese Debatte geführt, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk presseähnliche Angebote haben soll. Da gibt es Neues aus der Anstalt. Versprechen Sie mal wieder, dass alles anders wird. Teurer wird es auf jeden Fall. Staatsrundfunk und Zwangsgebühr, Staatsfunk und an der Zapfsäule geht ARD und ZDF bald der Kraftstoff aus, wo quasi jetzt wirklich so alle 2-3 Tage kommt so ein Artikel, wo eigentlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk ganz grundsätzlich in Frage gestellt wird. Das bringt mich auch ein bisschen in die Bredouille. In manchen dieser Artikel werden dann zum Beispiel Interviews von mir zitiert, also sinngemäß wird darauf verwiesen, auch sogar, wo ich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk für Defizite in der Aufsicht und so weiter kritisiere, aber nicht um quasi die Defizite auszuräumen, sondern um zu argumentieren, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gleich ganz im Internet am besten zu verbieten. Inzwischen gab es auch sogar mal eine Replik. Deutschlandfunk hat einen Liebesbrief an die FAZ-Redaktion geschrieben und gefragt, steckt dahinter immer ein kluger Kopf? Was man aber an diesen, und das waren wirklich die heftigsten Konfliktlinien in dieser ganzen Befragung, was man da aber sehen kann, ist, es ist eigentlich immer noch ein alter Kampf, der da geführt wird. Ja? Es wird da immer noch darüber diskutiert, wie viel Sendungsbezug wollen wir haben? Aber Sendungsbezug ist sinnlos, ja? Also im Internet. Ja? Sendungsbezug muss weg. Ja? Die Frage ist,
wo wollen wir hin? Ja, also ein nach vorne gerichteter Diskurs im Telemedienauftrag schaut anders aus. Also die Frage ist, wie würde es aussehen, wenn wir mehr wollen, als nur die Fesseln zu lockern, die man dem öffentlich-rechtlichen Anbietern im Netz angelegt hat? Und da lohnt, wie so häufig, wenn es um öffentlich-rechtlichen Rundfunk geht, der Blick nach Großbritannien. Die BBC hat vorgelegt, British Bold Creative, BBC, hat da ein eigenes Kapitel der Open BBC gewidmet und schlägt vor, eine Open Plattform, eine offene Plattform für Inhalte zu schaffen. Was meinen Sie damit? Sie meinen damit, dass da eben auch andere Partner, nicht nur die eigenproduzierten Inhalte, aber auch andere gemeinnützige Partner diese Plattform mitnutzen können sollen. Und auch in Deutschland gab es bereits eine Studie, die diesen Wunsch nach einem nationalen öffentlichen Kommunikationsraum, einem Public Open Space, gefordert hat. Und zum Abschluss würde ich gern das noch versuchen, ein bisschen zu präzisieren. Was würde das bedeuten? Ich würde erstens mal dieses National rausstreichen. Erstens haben wir da in Deutschland nicht immer die besten Erfahrungen damit gemacht. Und zweitens, glaube ich, müsste auch gerade, wenn es um Online-Angebote geht, man das Ganze europäisch denken und gerade aus deutscher Perspektive heraus auch sich hier vielleicht mit der BBC und anderen öffentlich-rechtlichen Anbietern im deutschsprachigen Raum zusammentun und hier einen Wunsch nach einer europäischen öffentlichen Kommunikationsraum, einer europäischen Public Open Space, wie es Kollege Volker Krasmuck nennt, zu fordern. Und ich würde sagen, das hätte 5 Dinge zur Folge. Also dieses Public Open Space, wenn man dieses Open, dieses Offen ernst nimmt, dann wären das 5 Punkte, die es bräuchte. Das erste wäre, man müsste gezielt versuchen, Geoblocking zu vermeiden. Für manche Inhalte wird das wahrscheinlich nur über Login-Möglichkeiten gehen für die Beitragszahlerinnen, aber überall dort, wo es von den Rechten her zulässig wäre, sollte man versuchen, sie grenzüberschreitend anzubieten. Es geht um offene Lizenzen, die dann auch eine Interaktion, eine Weiterverwendung von Inhalten durch die Nutzerinnen und Nutzer erlaubt. Es geht um eine offene Finanzierung, nämlich dass man die Beiträge nicht zu 100% in die Anstalten einfach weiterreicht, sondern auch manche Finanzierungsangebote öffnet für Dritte, für Online-Angebote außerhalb der Anstalten. Es geht darum, dass man offen für Partnerinnen und Partner ist, dass es eben Kooperationen gibt in Deutschland und in Europa. Einerseits Kooperationen mit anderen öffentlich-rechtlichen Anbietern und mit anderen gemeinnützigen Einrichtungen wie Museen, wie zum Beispiel Universitäten und Bibliotheken. Und letztlich braucht es offene Strukturen, die transparenter sind und die mehr Partizipation zulassen, weil nur wenn die öffentlich-rechtlichen Anbieter und Sender offener werden und mehr Vertrauen haben, dass auch eine kontroverse Debatte mit der FAZ zu gewinnen ist, ja, weil man die besseren Argumente hat, dann glaube ich, ist die Legitimität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und seines Beitrags im Internet nicht in Gefahr. Das wäre mein Fazit. Ich glaube, ich habe überzogen und deshalb gibt es keine Zeit für Fragen, aber ich bin noch bis heute in der Früh da. Also ganz dem ist nicht so. Ah. Du warst schon ein bisschen schneller. Von daher, Zeit für 2 Fragen hätten wir noch. Aber das Publikum mag heute nicht fragen. Ah, komm mal runter. Ein Kommilitone von mir hat ein Projekt, das nennt sich Rundfunk mitbestimmen. Kennen Sie das? Ja, ich habe sogar mit den beiden, also die das gemeinsam machen, ein Interview für Netzpolitik gemacht in der Serie Neues aus dem Fernsehrad, wo wir genau über das gesprochen haben. Ich würde sagen, sowas wie Rundfunk mitbestimmen wäre genau das, was ich gemeint habe, mit in Richtung mehr Partizipation und Offenheit zu gehen. Ja, dass man eben jenseits von Quote auch die Beitragszahlenden einlädt, Rückmeldungen zu geben. Vielleicht da eine kleine Anekdote aus dem Fernsehrat. Das Einzige, was derzeit als institutionalisiertes Instrument für Partizipation vorgesehen ist, ist die Programmbeschwerde. Ja, das ist wirklich, es ist eh okay, dass man sich über das Programm beschweren kann, aber so richtig konstruktiv ist das halt nicht. Ja? Man kann nachher, wenn es gesendet ist, sagen, es war aber nicht so cool. Ja? Aber dass man vielleicht irgendwie versucht, auch eher proaktiv und positiv, und das ist das, was ich sehen will, ja, und das sind die innovativen Formate, die wir brauchen. Ja? Das ist das etwas, was eigentlich institutionalisiert derzeit völlig fehlt. Leonard? Eine Frage noch? Eine Frage noch, dann kommen wir wieder nach vorne. Irgendeine der Parteien dieses Themas
konstruktiv an? Die Frage war, nimmt sich irgendeine der Parteien dieses Themas konstruktiv an? Also ganz allgemein muss man sagen, dass der Entwurf, der derzeit vorliegt für einen neuen Telemedienauftrag, der quasi parteienübergreifend ist, weil die Länder da sind, dass der eigentlich zumindest in die richtige Richtung geht und relativ konstruktiv ist. Ich würde aber sagen, und da ist beim Rundfunkrecht ähnlich wie beim Urheberrecht, die haben alle Angst vor den Presseverlagen. Die kacken sich in die Hosen.